Er verreckt. Oh, ein Lichtschwert-Doppelkampf. Oh, ja, komm, geh sterben, du Sack. Ja, Leute, willkommen zurück zu Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Es geht mal wieder weiter hier und ich muss euch leider eine schlechte Neuigkeit oder eine schlechte Nachricht erzählen. Denn, oder nämlich, habe ich mit Fraps nicht meine Stimme aufgenommen und muss das jetzt einfach nachsynchronisieren. Aber ich denke mal, das werden wir schaffen und das mache ich jetzt hier auch. Ich gebe mir jetzt hier Mühe und so und wir werden jetzt den hier erstmal ein bisschen töten. Yeah. Ich muss das jetzt leider nochmal sprechen. Das tut mir hier an der Stelle sehr leid. Ist auch ein bisschen doof, aber ich denke mal, das schaffen wir. Also wir machen jetzt hier wieder weiter in dieser Mission, wo das Schiff übernommen worden ist, kann man so sagen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, das Schiff wieder entmüllen, also zu entmüllen von den Feinden. Und hier sehen wir Strom, ganz viel Strom. Und den müssen wir jetzt irgendwie ausschalten, ne? Wir haben auch schon wieder ein paar Leute, die einen auf den Sack gehen. Kommt, geht mal bitte verrecken. Du auch, dankeschön. So, nochmal hier schön Zeitlupe und so. Ja, also ist ganz doof gelaufen, weil ich habe halt Videos aufgenommen, wo Fraps, wo ich extra meine Stimme weggemacht habe, damit es nicht so rauscht und damit man meine Stimme im Hintergrund nicht hören kann. Und jetzt habe ich es vergessen, anzumachen. Ein bisschen doof, aber wie gut, dass es bei Camtasia diesen Kommentar-Dings gibt und wo man es einfach nachsprechen kann. Und ich denke mal, es ist dann einfach nicht so schlimm und ich kann es einfach jetzt nachreden und alles wieder fröhlich. Ja, also wir haben jetzt den Strom abgestellt, Leute, und jetzt haben wir gesehen, dass an den Seiten kein Strom mehr ist und das heißt, dass, oh, das C3PO, das heißt, dass wir jetzt hier erstmal schön lang gehen können. Der Wind pfeift uns ins Gesicht und da war gerade ein Blitz, das war nicht so toll. Der hätte uns killen können, dieser blöde Blitz. So, auf jeden Fall müssen wir vorne ans Schiff ankommen und ich hoffe mal, dass ich es schaffen werde. Hier nochmal kurz speichern und jetzt können wir auch rüber hüpfen. Hier haben wir ganz schön viele Kisten. Aber wir gehen einfach mal weiter hier. Oh, da haben wir schon wieder welche. Schon wieder irgendwelche Säcke, die wir besiegen müssen. Kommt mal her, ihr Säcke. So, kurzen Prozess. Verrecke im Dreck und weiter geht's. Oh, woher hat er geschossen? Da hat uns gerade einen abgeschossen. Lauf, Schlampe, lauf! Ich möchte den gerne killen, der uns abgeschossen hat. Leute, da schießt uns einfach irgendjemand ab. Das geht doch so nicht. Das darf der gar nicht. Wieso macht er sowas? Ich habe noch nicht viele Videos nachsynchronisiert, aber ich werde mir Mühe gegeben. Und, ist ja jetzt auch egal, ne? Wir spielen jetzt einfach jetzt hier weiter, Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Ich habe, die Helligkeit mal ein bisschen höher gestellt. Ich habe nämlich bemerkt, dass, ja, komm, erstmal, freck du. Der hat mich schon wieder getroffen, ey, ich könnte kotzen. Auf jeden Fall, habe ich halt die Helligkeit ein bisschen heller gemacht, weil es mal ziemlich dunkel war in den Videos. Und wir werden uns jetzt einfach mal um den Reborn kümmern hier. Geh verrecken, wir sind hier eben gerade durch die Fensterscheibe geflogen. Jetzt werden wir ihn episch erstmal einen aufs Maul hauen. Ne? Komm her, verreck. Oh, ein Lichtschwert-Doppelkampf. Ja, komm, geh sterben, du Sack. Du Sau. Ich sollte vielleicht nicht so viel beleidigen, aber naja, ich beleidige halt gerne Menschen. Im Inspielen, im Real Life natürlich nicht, weil ich kein Real Life habe. Nein, aber bin ich gut. Okay, da brechen wir jetzt erstmal kurz die Fensterscheibe auf und gehen wieder nach oben, weil wir eben gerade runtergeflogen sind, schön in den Vorgarten, da wo die Blumen waren, die es natürlich auch auf Schiffen gibt, ne? Wie auf jedem Schiff. Jetzt stelle ich mir hier die Frage, wo muss ich lang? Da bin ich gerade falsch gewesen. Ich glaube, da kam ich sogar her. Ja, schieß mich wieder ab. Ich bin ja eine Gummipuppe, die man abschießen darf. Ne? Ja, ne? Hier nochmal schnell eben safen und hier durchrennen. Ah, hier haben wir schon wieder ein paar Gäste, die uns begrüßen wollen. So, geh du mal sterben. Der nächste. Bam, einfach mal auf den Boden schlagen. Und schon ist er weg. So, dann war hier Würgegriff. Erstmal in Runde erwürgen und wegschlagen. Er hatte keine Chance gegen uns. Ist einfach mal elendig verreckt. Mal eben schnell heilen. Jetzt geht's weiter. Alter, wo die immer überall herschießen, ne? Das geht gar nicht. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ich will nur nach vorne.
und euch töten und mehr will ich gar nicht. Ich will doch das Schiff nur retten. Ich bin ein Held. Und Helden machen sowas. Die haben wir schon wieder... Alter, wie viele Leute haben wir auf dem Schiff? Ne, die haben wir schon wieder tausende Leute. Den wollte ich da gerade runterschubsen. Oder runterwürgen. Aber leider haben wir noch nicht so gute Fähigkeiten. Die sind noch ziemlich schlecht, sage ich mal. Wir haben ja erst einen Skillpunkt auf manche gesetzt. Und ja, da sind sie noch relativ schwach. So, das hast du davon. Den haben wir jetzt erstmal schön den Arm abgeschlagen. Hat aber auch verdient, die Tür ist abgeschlossen. Weiter geht's einfach mal. Was sind die da am Labern, hör mal? Wir können doch nicht einfach so reden. Sowas darf man nicht. So, okay. Ich geh jetzt einfach mal weiter. Ihr könnt mir gar nichts. Lol, den habe ich gerade vorhin mal voll aufgespießt. Einfach nach vorne. Ein paar Leute abmetzeln. Und, ja, ein bisschen Fun haben. So. Fun haben kann man auch zweideutig verstehen. Ich weiß, aber mit den Leuten kann man einfach kein Fun auch in dem anderen Sinne haben. So. Ich habe mal jetzt hier eine generelle Frage, die ich im letzten Video noch nicht hatte. Aber musstet ihr auch schon mal nachsynchronisieren, wenn ja, wie fandet ihr es? War es doof? Was gut? Habt ihr euch aufgeregt? Würde mich mal interessieren. Hier war ein Punkt, da wo ich gesagt habe, wo muss ich lang? Ich finde gar nichts mehr. Wo muss ich lang? Wie komme ich da hoch? Was muss ich da kaputt machen? Und die anderen behinderten Leute waren mich nur am Abschießen. Da bin ich schon leicht abgedreht. Aber hier habe ich einfach mal entschieden, komm, schieße die Leute gleich mal ab. Denn, die Nerven dumm einfach nur. Und da wurde ich getroffen. Und ja, ich will einfach mal... Den haben wir runtergeschossen. Ich will einfach mal Ruhe haben. Da hat er mich noch getroffen. Schade. Aber naja. Einfach mal die Leute abschießen, damit man Ruhe vor denen hat. So. Alles klar. Ich hoffe mal, jetzt wird hier auch nicht irgendwie asynchron oder sowas. Denn das war Fail. Hat mich auch eben gerade aufgeregt. Aber ich habe einfach mal gesagt, kurzer Prozess. Hier wirst du jetzt einfach mal nachsynchronisieren. Wird schon klappen. So. Hier habe ich jetzt übrigens ein Versteck gefunden, da bin ich echt auch ein bisschen überrascht gewesen, weil das kannte ich noch gar nicht und ja, cooles Versteck auf jeden Fall, da sniped uns einer. Aber ja, ich habe es auf jeden Fall darüber geschafft eben gerade und den werde ich jetzt einfach eben mal abschießen. Komm her, zeig dich und tot ist er. So. Jetzt gucke ich mich eben nochmal hier um, aber hier scheint nichts zu sein. Hier eben nochmal speichern, runterfallen, weil ich zu schlecht bin. Aber wozu haben wir eben gerade gespeichert? Um zu laden, ne? So, gleich schaffe ich es, gleich schaffe ich es, gleich schaffe ich es nicht. Voll schlecht irgendwie, nochmal versuchen. Jetzt aber, komm, los. Geil, geschafft. Ja, auf jeden Fall ein Versteck, was eigentlich relativ cool ist. Aber weitergebracht hat es uns noch nicht, denn ich weiß immer noch nicht, wo ich lang muss. Ich habe jetzt gedacht, ja, vielleicht muss, kann ich nach hier oben, vielleicht ist hier ja irgendwas, aber hier scheint auch nichts zu sein, Leute. Ja, vergeblich habe ich versucht, dann nach oben zu kommen, aber hat leider alles nichts gebracht. Der Wind drückt uns auch so ein bisschen ins Gesicht, denn wir bewegen uns ja mit mehr als 200 km/h pro Minute, Sekunde, keine Ahnung, pro Stunde, genau, so, und ich habe nochmal alles abgesucht, habe nochmal geguckt, hier muss doch irgendwo was sein, das kann doch nicht sein, man muss doch irgendwie weiterkommen, aber passt mal gleich auf, wo ich einfach nochmal lang gehen werde, hier wollte ich jetzt nochmal zurückgehen, habe nochmal die Mission angeguckt, aber wirklich Infos gibt es nicht, dann war ich hier drin und dann habe ich gesehen, hier war ich auch noch nicht, hier komme ich sicherlich weiter. Und ich habe recht behalten, denn ich komme hier auch wirklich weiter. So. Ich bin übrigens in dem Part ein bisschen schlechter gewesen. Habe mich leichter verprügeln lassen. Ja, da habe ich gesucht, wo kann man hier lang. Und habe gefunden, also habe gesehen, dass man den Fahrstuhl fahren kann. Und jetzt fahren wir einfach mal hoch, komm. Ab und oben mit dir. Wie komme ich hier durch? Ja, wie komme ich hier durch? Ich werde dir sagen, wie wir hier durchkommen. Rechts und links haben wir so welche roten Schalter, die wir einfach mal kaputt schießen werden. Bam, einer kaputt.
Da ist der zweite kaputt. So, jetzt immer ganz schnell alle töten, weil die gehen uns schon wieder auf den Sack, ey. Ich habe nur noch 57 HP. Das ist nicht wirklich viel. 51. Jetzt werde ich mir erstmal nochmal eine Runde heilen. Ja. Nochmal ein bisschen Leben aufladen. Perfekt. Sauber. Und, ja, also, nachkommentieren ist immer so eine Sache. Oh, da oben können wir durch. Da gehen wir jetzt einfach mal durch. Andere machen ja Live-Commentary. Das ist wie Let's Play. Und andere machen einfach ein Commentary raus. Das heißt, sie nehmen auf und sprechen dann einfach irgendwas drüber. Das ist wie, ja, nachkommentieren. Das ist nichts für mich. Ich mache lieber alles live. Und da hat sich mein Bildschirm gerade verabschiedet. Ja, hier geht's also dann lang. Der Weg scheint auch richtig zu sein. Und da wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass wir hier lang müssen. Lol. Was geht denn jetzt hier ab? Was geht hier ab? Wieso hat der gelacht? Und wieso ist da alles explodiert? Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal hier rüber. So. Denn ich will hier rüber. Langsam nähern wir uns der Vorderseite. Und dann können wir eigentlich dieses Scheißschiff zum Stehen bringen. Und alle Feinde werden auch beinahe hier erledigt. Das ist schon mal ganz gut. So. Hier muss ich erstmal nach oben. Ja, sorry, falls es ab und zu laggen sollte. Da bin ich jetzt runtergeflogen. Toll. Sauber gemacht, ne? Richtig gut. Richtig schlecht. Ja, auf jeden Fall war es gut, dass ich davor nochmal eben gerade gespeichert habe. Sonst hätte ich nochmal einen ganzen weiten Weg machen können. Den habe ich eben gerade mal eine Chance gegeben, aufzustehen, aber habe ihn da eben gerade mal doch einfach so gekillt, weil ich fies bin. So, die schießen uns schon wieder ab. Ich hasse die Leute mit Armbrüsten, habe ich das schon mal gesagt. Die können mich immer vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, töten. Die können einen echt schneller töten als andere. Oh, da haben wir einen Reborn. Den werden wir auch nochmal töten. Hier ist übrigens eine Bombe im Raum, die auch bald hochgehen wird. Deswegen müssen wir ihn so schnell wie möglich töten. Yeah, ist tot. Ich hab dich geholt, mein Freund. Meine Tante. Erstmal schnell Bombe ausstellen. Zack. Das war gar nicht zu besser. Okay, Mission erledigt. So, Mission erledigt. Eben nochmal ein bisschen Leben aufladen. Schlechte Neuigkeiten, Jaden. Die Bahn wird immer schneller. Sie wollen sie in die Station. Nein, die wird immer schneller. Was? So ist da? Wir dürfen die nicht einfach hochjagen. Schnell, wir müssen sie aufhalten, Leute. Es sind schon wieder übelst viele Leute von denen. Da könnte man doch kotzen. Ich habe schon wieder so viele Leben verloren. Das geht gar nicht. So, aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich werde euch trotzdem fissen. Da könnt ihr euch doch verlassen. So. Nummer Uno tot. Und Nummer Tess oder Tress oder wie das auf Italieno oder Französisch heißt. Oder keine Ahnung, was das für eine Sprache ist. Ich glaube, das ist Französisch. Gut. Wir sind doch schon beinahe da. Da vorne ist Ende, oder? Nee, geht noch weiter, glaube ich. Ja, geht noch weiter. So. Du kannst dich auch gleich mal verabschieden, mein Freund. Und du brauchst das gar nicht Hallo zu sagen, denn du kannst auch mal gleich wieder liegen bleiben. Da ist aber Schicht im Schacht. Da vorne habt ihr gesehen. Ihn nochmal ins Gesicht schlagen. So. Alle einfach mal niedermetzen. Und da vorne ist auch schon das Steuermodul-Scheiß-Ding. Und, oh, da haben wir noch Reborn. Was willst du denn, ey? Geh mal sterben, bitte. Du hast hier gar nichts zu suchen, du Lump. Du brauchst gar nicht auszureden, du kannst gleich sterben gehen. So, dann haben wir auch nochmal einen, den werden wir auch nochmal fisten. Und flieg erstmal eine Runde runter. Tschüss, mein Freund. Bis zum nächsten Mal. So, hier haben wir auch noch einen letzten. Den werde ich auch eben nochmal töten. Mit Leichtigkeit und Klacks. Und, ja. Das war richtig knapp. Ja, gut, ob das knapp war, ist eine andere Sache. Wir haben das jetzt auf jeden Fall zum Stehen gebracht. Okay, damit hätten wir die Mission beendet. Ausgezeichnete Arbeit mit der Bahn. Ja. Ihr wart genau zur richtigen Zeit dort. Wenn die Bahn in der Stadt explodiert wäre, hätte dies Tausende das Leben gekostet. Okay. Ach, ein Leben weniger, das ist ja nicht so schlimm, ne? Wäre auch egal gewesen. Gut, dann drücken wir einfach mal auf Fortsetzen. Wir haben unzählige Berichte aus der gesamten Galaxis über einen neuen Sith-Kult, die Jünger Ragnos, gehört. Oh je, die Jünger Ragnos, oh nein. Gut, wir machen einfach mal die nächste Mission. Und zwar Soforthilfe auf Bakura. Die Offiziellen vom Planeten Bakura haben uns um Hilfe gebeten.
Eine unbekannte Gruppe hat die Kontrolle über einen Energiestatus in den Bergen übernommen. Sie haben ein Team zur Analyse entsandt. Doch dieses hat sie nicht zurückgehalten. Zurückgemeldet. Was? Was lese ich da? Doch dieses hat sich nicht zurückgemeldet. Jetzt sind sie gleich doppelt beunruhigt. Wer auch immer die Station eingenommen hat, gestoppt werden. Soll gestoppt werden. Die Station selbst muss unbeschädigt bleiben. Sie liegt auf einem ruhenden Vulkan. Und falls... Ja, mal weiter. Und falls man sie zerstört, könnte der Vulkan die stark bevölkerte Stadt vernichten. Die Bukoyaner suchen jemanden, Aufrichtung infiziert und die Pläne der Gruppe durchkreuzt. Ja, ich weiß, ich kann nicht lesen, aber da habe ich es auch vorgelesen und ich wollte es einfach mal hier auch mal vorlesen. Aber er trifft dich auf Bakura. Ihr beide könnt dann die Station untersuchen. Okay. Warte unbedingt auf ihn, bevor du etwas unternimmst. Nö, keine Lust. So, wir werden jetzt nochmal etwas skillen. Ich würde sagen, wir skillen mal Macht, Würgegriff, damit wir die ganze Sache auch da ein bisschen stärker haben und die einfach mal schön erwirken können. Wir nehmen noch Waffen mit, Granate, wie immer, und drücken auf Starten für die nächste Mission. Das haben wir vorgelesen. Und die Mission ist echt ein bisschen doof, weil wir müssen hier ganz viele Schalter finden. Die sind überall verteilt und ja, das kann ein bisschen dauern bei mir. Aber ich hoffe mal, wir werden das schaffen. Hier haben wir nochmal eine Cutscene. Wo bist du, Kai? Ich warte hier schon ewig. Ja, das habe ich auch gesagt. Ich kann nicht warten, ich muss etwas tun. Oh, du musst etwas tun, echt? Ja, okay, Leute, ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns einfach beim nächsten Part wieder. Denn bei der Bakura-Mission, ich verabschiede mich hier. Haut rein, macht's gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.